Radio 1 live vom Parkfest im Park am Gleis Dreieck. Schön, dass Sie da sind. Hier auf der Bühne sind jetzt schon mehrere Mikrofone aufgebaut, weil Sie werden gleich hier und auch im Radio jede Menge Live-Musik erleben. Aber erstmal, das haben wir Ihnen schon versprochen, bevor wir darüber reden, worüber wir mit ihr reden, holen wir sie einfach auf die Bühne. Die bezaubernde, liebe Kollegin Marion Brasch, da ist sie. Guten Abend, Marion. Guten Abend. Guten Abend. Du kannst schon unser Mikrofon benutzen, aber nimm dir auch gerne ein eigenes. Ich weiß ja nicht, was du vorher gegessen hast. Das ist das Lesemikrofon. Ja, das Problem ist, wenn drei Moderatoren, da geht es nämlich schon los, wenn drei Moderatoren gleichzeitig auf der Bühne ein Mikrofon in der Hand haben, hören sie nichts mehr, weil alle durcheinander reden. Ganz, ganz schrecklich. Marion, nicht nur eine traumhafte Radiomoderatorin, sondern auch eine tolle Autorin. Wann hast du angefangen zu schreiben und wie kam es dazu? Also ich habe schon pränatal angefangen, im Mutterleib. Nein, also ich habe immer mal so ein bisschen geschrieben, aber eigentlich nicht so für die große weite Welt, sondern so kleine absurde Geschichten und ja, irgendwann wurde es dann ernst. Und das wird ja ernst, ein Buch wollen ja vielleicht viele schreiben, aber wir haben deine Bücher gelesen. Gibt es da irgendwelche Tricks, irgendeine Struktur, wie man so einen Roman aufbaut oder hast du einfach losgeschrieben? Es gibt total viele Tricks, die verrate ich dir aber nicht. Nein, also in dem Fall, ich weiß es nicht. Ich kenne keine Tricks, ich habe einfach drauf losgeschrieben und irgendwie hat es funktioniert. Wie lange dauert das, so einen Roman wie den, aus dem du uns gleich vorlesen wirst, zusammenzuschreiben? Wie viele zusammenzuschreiben? Naja, wie viele? Du hast, Moment, soll nicht despektierlich klingen, aber du wirst wahrscheinlich unheimlich viele. Okay, dann möchte ich mich hierfür entschuldigen, oder ich möchte um Entschuldigung bitten. Auf jeden Fall hast du wahrscheinlich viele kleine Zettel überall gehabt, die dich an Sachen erinnern sollten, die du auf keinen Fall vergessen durftest. Oder hast du so heruntergeschrieben? Also ich habe was gelernt. Ich habe gelernt, dass es zwei Formen oder Arten von Autoren gibt. Es gibt die, die sich wirklich viele kleine Zettel und die sich so einen Plot machen, also es durchplotten, so eine Handlung. Und dann gibt es die, die eine Figur haben und die losschicken und gucken, was passiert. Und ich bin eher diese Variante. Also ich habe keine Plan gehabt. Ich war gerade im Urlaub und dein Buch war ein treuer Begleiter. Also ich habe es auch ausgelesen. Es war schon nach 6 Tagen Urlaub war es dann schon alle. Und ich war viel wandern und in der Sonne und im Wasser. Also ich habe nicht die ganze Zeit gelesen, aber es hat wirklich Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Darf ich jetzt schon über Details reden oder darf ich das nicht? Bist du dann sauer als Autorin? Nee, ach Quatsch. Ja. Die Hauptfigur, Wunderlich. Wunderlich fährt nach Norden, heißt ja dieses Buch. Die Hauptfigur bekommt permanent anonyme SMS. Und diese anonymen SMS sagen der Hauptfigur immer, wenn sie zum Beispiel im Zug sitzt, der da gerade eingestiegen ist, oder die da gerade eingestiegen ist, wird demnächst eine berühmte Malerin, ihr Mann wird damit aber nicht klarkommen und wird sie verlassen und in 3 Jahren ist sie todunglücklich. Als dir das eingefallen ist, wie oft wünschst du dir das jetzt, wenn ich zum Beispiel hier in der ersten Reihe diese Dame angucke, dass ich denke, oh, jetzt eine SMS bekommen, was die bisher für ein Leben hatte, das wäre spannend. Das wäre spannend, aber eigentlich ist es ja das Leben spannender, wenn man es nicht weiß, also von sich selbst dann auch nicht weiß, ne? Also wenn es so, dann wird es ja so berechenbar, was passiert. Also aber wenn du jetzt erfahren könntest, du gewinnst in 3 Jahren den Deutschen Radiopreis als beste Moderatorin, das würdest du gar nicht wissen wollen. Nee, aber das Verrückte ist, man würde ja sein Leben irgendwie ändern. Ich denke, dass man irgendwie anders mit seinem Leben umgehen würde, wenn man sowas wüsste. Und dann ist die Frage, ob das dann noch passieren würde. Also ich würde dann plötzlich, ich kriege in 3 Jahren den Radiopreis, muss ich mir keine Mühe mehr geben oder so. Und wenn, ich ist immer blöd zu fragen, wie einem die Idee gekommen ist, aber wenn das nicht dein Wunsch war, sowas zu erfahren, warum, wie ist es dir dann eingefallen? Wo du dachtest, ach jetzt, da bekommt jemand anonyme SMS, die ihm was von seinem Gegenüber verraten. Also ich mag ja so Geschichten, wo etwas passiert, was nicht mit rechten Dingen zugeht. Ne? Also was früher, was für Kinder Märchen sind, das gibt es ja auch in der Erwachsenenliteratur. Man nennt sowas magischen Realismus, also dass eine reale Handlung passiert, aber dann passiert plötzlich etwas, was eigentlich in der Realität nicht möglich ist. Also was im Prinzip dann der Fantasie, da kann man seinem Affen Zucker geben und das finde ich gut. Ja, und es ist eigentlich nicht so richtig toll, über ein Buch zu reden, wenn wir die Möglichkeit haben, in dieses Buch reinzuhören. Es gibt eine mehrminütige Live-Lesung jetzt hier für Sie im Park am Gleisdreieck. Wie ist das für dich, eine Live-Lesung? Bist du daran schon gewöhnt oder noch eine ungewohnte Situation? Das ist komisch, weil, das sind die Radio 1-Hörer, die alle hier sind. Und die sind wegen Radio 1 hier und wegen Horst Evers und weil das hier so toll ist und... Aber hör doch mal, wie leise das hier ist. Sie können so toll zuhören. Das ist doch irre. Nee, ich bin ganz aufgeregt. Sie ist ganz aufgeregt und deswegen gibt es jetzt nochmal einen warmen Applaus und dann legt sie los. Marion Brasch, viel Spaß. Danke.
Ich kann ja jetzt einfach das ganze Buch vorlesen, oder? Müssen Sie mich von der Bühne tragen? Also es heißt Wunderlich fährt nach Norden und ich fange einfach mit dem Anfang an. Und der geht so. Wunderlich war der unglücklichste Mensch, den er kannte. Er kannte zwar nicht viele Menschen, doch was spielt das für eine Rolle, wenn das Unglück größer ist als man selbst? Wobei das eigentlich nicht stimmte, denn Wunderlichs Unglück war etwa ein Kopf kleiner als er und hieß Marie. Es geht nicht, hatte sie gesagt. Wir können nicht zusammen sein. Warum denn nicht? Ich hab dich doch lieb, Marie. Ich weiß, Wunderlich, ich hab dich auch lieb, aber während deine Liebe von hier bis ganz dort hinten reicht, kommt meine nur bis ungefähr da. Sie hatten auf dem Dach des Hauses gesessen, in dem Wunderlich wohnte. Und Marie hatte erst über die anderen Dächer hinweg auf den Horizont gezeigt und dann auf das Haus gegenüber, wo ein dicker Mann im Unterhemd stand und rauchte. Bis zu ihm? Nein, nicht bis zu ihm. Das war nur eine Metapher. Dann hatten sie geschwiegen. Sehr lange. Wunderlich hatte Marie von der Seite angeschaut, doch er konnte sie nicht gut erkennen, weil seine Augen voller Wasser waren. Irgendwann war Marie aufgestanden und hatte ihn umarmt. Mach's gut, Wunderlich, hatte sie gesagt. Ich wünsche dir Glück. Dann war sie gegangen. Das war jetzt 2 Stunden her. Wunderlich saß noch immer auf seinem Dach und konnte es nicht fassen. Sein größtes Glück hatte sich durch einen einzigen Satz in sein größtes Unglück verwandelt und ihm Glück gewünscht. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Marie, das ergibt überhaupt keinen Sinn, sagte er in die Nacht. Schnauze, antwortete die Nacht aus einem geöffneten Fenster im Haus gegenüber. Sonst wusste sie nichts dazu zu sagen. Wunderlich schüttelte traurig den Kopf und war gerade aufgestanden, um zu gehen, als das Telefon in seiner Hosentasche brummte. Marie, sie hatte es sich bestimmt anders überlegt und wollte, dass er zu ihr kam. Doch es war nicht Marie, es war anonym. Für gewöhnlich zeigte das Telefon einen Namen oder wenigstens eine Nummer an, wenn es Nachrichten übermittelte, doch da stand nur anonym. Und anonym hatte ihm eine Nachricht geschickt. Guck nach vorn. Mechanisch folgte Wunderlich diese Aufforderung und schaute nach vorn. Im Haus gegenüber waren inzwischen alle Lichter erloschen und die Stadt führte ihre üblichen schlaflosen Selbstgespräche. Warum tust du das, Marie? Wandte er sich traurig an sein Telefon und wollte es gerade wieder in seine Hosentasche stecken, als es erneut brummte. Ich bin nicht Marie. Er traute seinen Augen nicht. Wie war das möglich? Er schaltete das Telefon aus und wieder ein. Lass den Quatsch, Wunderlich. Jetzt bin ich nicht nur unglücklich, sondern verliere auch noch den Verstand, jammerte er und schaute besorgt auf die Flasche Rotwein neben sich. Sie war leer. Er schüttelte den Kopf und seufzte tief, dann kletterte er vom Dach, ging hinunter in seine Wohnung, legte sich ins Bett und schlief sofort ein. Am nächsten Morgen wurde Wunderlich von den Kirchturmglocken geweckt. Es war Sonntag und sonntags taten die Glocken immer so, als sei der Tag des jüngsten Gerichts gekommen. An diesem Morgen hatten sie sich jedoch auch noch Zugang zu seinem Schädel verschafft, wo sie dröhnten, grollten, hämmerten und tosten. Er hielt seinen Kopf zwischen den Händen fest, bis es vorbei war. Ganz langsam quälte sich die Erinnerung an die vergangene Nacht durch den dumpfen, grauen Nebel hinter seiner Stirn. Marie, fort, Unglück. Wunderlich stand auf, schleppte sich in die Küche, füllte ein Glas mit kaltem Wasser, trank es aus, füllte ein weiteres Glas und trug es zu seinem Bett. Als er sich gerade wieder hinlegen wollte, brummte das Telefon auf seinem Nachttisch. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Er ließ das Telefon fallen. Es war also nicht der Rotwein, der seine Wahrnehmung getrübt hatte. Vielleicht habe ich einen Nervenzusammenbruch, dachte er, oder ich werde wahnsinnig. Andere hören Stimmen, ich lese eben Kurznachrichten. Ihn schauderte. Er legte sich ins Bett, zog die Decke über den Kopf und wartete darauf, dass die Sturzbäche, die plötzlich aus seinen Augen schossen, wieder versiegten. Es dauerte lange, sehr lange. Als es vorbei war, setzte er sich auf die Bettkante. Zu seinen Füßen lag das Telefon. Vorsichtig schob er es mit seinem großen Zeh ein Stück von sich weg. Nichts. Er streckte seinen Fuß, zog das Telefon wieder zu sich heran und kickte es beherzt etwas weiter weg. Keine Reaktion. Wunderlich hob das Telefon auf und knallte es mit einer übermütigen Bewegung auf sein Bett. Aus dem Brummen, das nun folgte, meinte er, einen leicht genervten Unterton herauszuhören. Vorsichtig nahm er das Telefon wieder in die Hand. Bist du bald fertig? Wer zum Teufel bist du? Sag ich nicht.
Aber du mischst dich in mein Leben ein, da habe ich ja wohl ein Recht darauf zu erfahren, wer du bist. Kann schon sein, ich sag's dir trotzdem nicht. Aber was willst du von mir? Weiß ich noch nicht. Du weißt es nicht? Nö. Aber warum ich? Du kennst mich doch gar nicht. Nein? Na dann pass mal auf. Du bist wunderlich, 43 Jahre alt, geschieden und hast einen 17-jährigen Sohn, den du vor 11 Jahren zum letzten Mal gesehen hast. Du wolltest mal Bildhauer werden, musstest deinen Traum aber wegen einer chronischen Sehnenscheidenentzündung aufgeben. Seitdem machst du Gelegenheitsjobs und gibst privat Zeichenunterricht. Als du 2 warst, bist du mit dem Dreirad gegen einen Gartenzaun gefahren. Davon hast du die kleine Narbe auf der rechten Seite deiner Stirn. Du findest Sülze eklig und kannst vor 11 Uhr vormittags keine feste Nahrung zu dir nehmen. Du bist wehleidig, schnell eingeschnappt und ganz schön nachtragend. Du hast Fantasie, bist aber meist zu faul, etwas damit zu machen, weswegen du dich für langweilig und durchschnittlich hältst. Du bist gegen ziemlich alles allergisch, außer gegen deutsche Eiche. Vor 6 Jahren hast du das Rauchen aufgegeben und rennst aus panischer Angst davor, fett zu werden, täglich durch den Park. Außer, wenn du Liebeskummer hast. Oder einen Kater. Oder beides. Und du siehst mit offenem Mund ziemlich bekloppt aus. Dankeschön. Mario Brasch und Wunderlich fährt nach Norden. Ein kurzer Auszug. Dankeschön, Marion, dass du bei uns heute Abend hier bist. Feiern Sie noch ein bisschen auch mit Marion Brasch weiter. Ja, und jetzt hat sie, oder? Also jetzt will man wissen, wie es weitergeht. Das war sehr, sehr clever, Marion. Hast du gut eingefädelt. Wunderlich fährt nach Norden. Kann ich Ihnen sehr ans Herz legen, nicht nur, weil es mich im Urlaub begleitet hat. Schön feiern. Das Radio 1 Parkfest.